Baum von einer ganz tollen Vereinigung Trees of Memory. Dieser Baum soll zeigen, dass die Erinnerungen an dich immer größer werden. Gewählt worden ist der Amberbaum, weil er deinen Lieblingsmonat, wie du immer sagtest, der Golden Oktober ist der schönste Monat im Jahr, weil du Geburtstag hast, du so eine tolle Farbe, die er kriegt, einfach das verkörpert, was du so toll am Oktober gefunden hast. Du fehlst uns unendlich, wird auch nicht irgendwie viel einfacher, auch wenn du mir Zeichen gegeben hast, dass das Leben, was ich jetzt neu lebe, durchaus auch in deinem Sinn ist. Dafür danke ich dir auch von ganzem Herzen. Trotzdem fehlst du ziemlich stark. Und dein Lieblingsgut kommt unter dem Baum. Heute haben wir jetzt den Baum für deinen Mann gerne gepflanzt, der vor 6 Jahren von uns gegangen ist. 6 Wochen von der Diagnose bis zum Tod. 6 Wochen psychisch und physischer Schmerz. Ein Schmerz, den man als Angehöriger nicht vergisst. Ein Schmerz, der durch die Hoffnung noch verstärkt wird. Ein Gefühl, dass er auf ein Wunder hofft, ein Zustand, den man nicht aushalten mag und vielleicht auch nicht aushalten kann. Jeder gemeinsame Tag in solch einer Situation, jede gemeinsame Stunde bedeutet Abschied nehmen und loslassen. Doch kann man von der großen Liebe einfach so Abschied nehmen? Kann man denjenigen loslassen, den man braucht, wie die Luft zum Atmen, den man mehr liebt als alles andere auf der Welt? Für beide Seiten wird plötzlich ein Prozess in Gang gesetzt, der radikal ist, der unmenschlich ist, der sich schrecklich anfühlt und der unumkehrbar ist. Sterben, Trauer, Neuanfang. Ein immerwährender Zyklus in unser aller Leben. Dazu gehört das Loslassen und die Neuorientierung, ohne die ein Anfang nicht möglich wäre. Wer diese Phasen mit oder ohne fremde Hilfe bewusst durchläuft, gewinnt ein Stück Weisheit, die uns stärkt, die uns reifen lässt, die uns Schritt für Schritt eine neue und irgendwie auch wieder lebenswerte Zukunft führt, in der die Liebe von damals immer ihren Platz bewahrt. Doch bis es soweit ist, überkommt uns die Trauer, dass der geliebte Mensch nicht mehr sein wird. Die Sorge, was aus den Hinterbliebenen wird, macht es beiden Seiten schwer. Denn die Angst vor der Zukunft trübt den Blick für die Gegenwart. Und dann ist da noch die Wut, die in verzweifeltem Schrei nach dem Warum gipfelt und keine Antwort erfährt. Für beide Seiten gilt, alles darf sein, Verzweiflung, Zorn und auch Gottes Anklage. Wenn diese Gefühle nicht unterdrückt werden müssen, dann tut das gut. Es ist die einzig wahrhafte Hilfe, die einzige Begleitung, die es in dieser Zeit braucht. Zulassen, zuhören, zuwenden, ohne zu werten. Das ist schwer auszuhalten für denjenigen, der geht, für die Angehörigen, für die Freunde der Angehörigen. Michaela, du musstest es aushalten und Werner musste es auch aushalten. Dein Mann, der eigentlich stark wie ein Baum war und schützend seine Hände wie das Kronendach eines Baumes über dich gehalten hat, musste gehen. Deshalb bekommt er jetzt auch seinen Tree of Memory. Ein Amberbaum, der speziell im Herbst alle Facetten und alle Nuancen des goldenen Herbstes in sich trägt. Es passt, denn Werner hat im Oktober Geburtstag und fühlte sich da immer besonders wohl. Der goldene Oktober war sein Monat. Wenn in einigen Monaten sich die Blätter verfärben, trägt jedes Blatt seine eigene Geschichte in sich. Gleich einem bunten Lebensmosaik erscheinen die Geschichten seines und eures gemeinsamen Lebens. Der Moment, in dem ihr euch kennengelernt habt, der erste gemeinsame Urlaub, das erste gemeinsame Auto oder als ihr beiden festgestellt habt, dass es das schrecklichste Essen war, das ihr jemals zu euch genommen habt. Die Geburt eurer Kinder, ein Streit, eine Umarmung und vieles mehr.
Die bunten Blätter sind die bunten Geschichten eures Lebens, die mal grell leuchtend herausragen oder sanft und pastellig von einer anderen Zeit und einem anderen Leben erzählen. Wenn die Blätter fallen, neigt sich das Leben dem Ende zu. Und ich glaube, dass wir die Geschichten der fallenden Blätter in den letzten Wochen und Tagen im Leben eines Menschen erzählen und teilen sollten. So ein Baum hat tausende von Blättern, so ein Menschenleben hat tausende Geschichten. Die zeigen, wie erfüllt das Leben war, auch wenn es vielleicht kurz gewesen ist. Ich bin mir sicher, dass man in der gemeinsamen Erinnerung an die tollen, an die verrückten, die liebevollen und die unglaublichen Geschichten vereint Abschied nehmen kann und jeder für sich auf eine neue Reise gehen kann. Mit einem Amberbaum hast du eine gute Wahl getroffen. Er gehört zu den Zaubernussgewächsen. Und ich finde, dass jede Liebe ganz sicher einer Zaubernuss gleicht und immer auch ein magisches Wesen in sich trägt und voller Überraschungen ist. Seine Erscheinung, die im Herbst einem Kaminfeuer gleicht, erzeugt Wärme. Feine Nasen riechen Vanille und Zimt. In Mexiko ist es ein heiliger Baum und in Griechenland wurde sein Harz der Göttin Hekate zugeschrieben, die für die Hexerei und die Magie zuständig war. Und Zauberei ist doch ganz sicher das Wesen des Augenblicks, in dem man sich verliebt hat. Amberbäume gelten zudem als Schutzbäume für Haus, Hof, Mensch und Tier. Und gerade deshalb steht er hier an dieser Stelle goldrichtig. Es ist dein Haus. Hier leben auch Tiere und vor allem lebst du hier mit deinem neuen Lebensgefährten Rainer, der dich auch mit diesem Tree of Memory unterstützt. Das ist eine sehr wertvolle und liebevolle Geste und Anerkennung. Dieser Baum erinnert an Werner und all eure Geschichten. Er trägt Blätter, die im Herbst fallen werden und der Winter beendet anscheinend das Leben. Ich persönlich glaube nicht an den Tod, sondern an eine Reise. Und niemand von uns wird im eigentlichen Sinne weg sein. Und für jeden von uns wird es auch wieder einen Frühling geben. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass die Wahl eines Amberbaums auch so ein kleines, fremdbestimmtes Zeichen hierfür ist. Denn Zufälle gibt es ja bekanntlich nicht. Vielleicht ist es sogar eine kleine Segnung für dich und für Rainer. Denn der Amberbaum trägt den wissenschaftlichen Namen Hamamelis. Das ist griechisch und setzt sich zusammen aus den Wörtern Hama und Melon. Hama steht für zusammen und Melon steht für fruchtend. Zusammen fruchtend. Auch jetzt möchte ich gerne mit ein paar Wörtern aus dem jüdischen Gebetsbuch schließen. Beim Aufgang der Sonne, bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie. Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. Beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an sie. Zu Beginn des Jahres, wenn es zu Ende geht, erinnern wir uns an sie. Wenn wir müde sind und Kraft brauchen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir verloren sind und krank in unserem Herzen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir Freude erleben, die wir so gerne teilen würden, erinnern wir uns an sie. Solange wir leben, werden sie auch leben, denn sie sind nun ein Teil von uns, wenn wir uns an sie erinnern.